die Kroaten. Und nun Slowenien gegen Griechenland. Die Konstellation in dieser Gruppe ist ziemlich klar. Die Dänen am Sonntag im Schlüsselspiel gegen die Kroaten. Das haben sie 3:1 gewonnen. Und die Griechen nun also in dieser Prüfung gegen die Slowenen. Eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Griechenland, das klammheimlich sich auf diesen zweiten Platz geschoben hat. Die Griechen, die immer in Dänemark ein Unentschieden erzielt hatten und die den Kroaten auch einen Punkt, oder besser gesagt zwei Punkte abgeknüpft hatten. Auch sie spielten unentschieden. Und das war natürlich ganz, ganz wichtig. Slowenen Außenseiter in dieser Gruppe. Der 10 war das Šiljak und die Griechen in Blau-Weiß in der Anfangsphase doch mit einigen Sorgen. Die Mannschaft hat ja auch ein neues Gesicht bekommen aus der 94er Endrundenmannschaft, die in den USA spielte. Ist nur noch Admatzidis und Machlas dabei. Admatzidis war damals dritter Torhüter, Machlas Stürmer. In der zweiten Halbzeit die Griechen dann doch stärker und keine Abseitsposition. Keine Abseitsposition und in der 54. Minute die Führung für Alexandris. 1:0 für die griechische Mannschaft. Griechenland empfängt am 11. Oktober noch Dänemark. Und wenn die Mannschaft dieses Spiel hier gewinnt, dann könnten beide Vertretungen durchaus noch punktgleich sein. Das heißt also, die Tordifferenz spielt sicherlich auch eine Rolle. Und ob die Griechen nun gerade in Ljubljana etwas dafür tun können, das ist die Frage. Sie werden erstmal froh sein, wenn sie das überhaupt gewinnen. Aber die slowenische Deckung ist jetzt wirklich durcheinander. Und Bošković, der in Ljubljana spielt, der muss jetzt auch aufpassen. Das war Konstantidis, der hier geschossen hatte, aber zu unplatziert, und im Nachsetzen sicherte ein Slowene ab. Das war Milanic. Dennoch die Griechen im Mittelfeld durch oder mit Zagorgakis und Georgatos doch konstruktiver, besser besetzt. Und in den letzten Minuten gibt es jetzt noch einen Freistoß. Giannakopoulos ist eingewechselt worden. Da rücken die starken Kopfballspieler auch mit auf, das versteht sich. Griechen wollen eigentlich den Ball in den eigenen Reihen halten, um die drei Punkte nach Hause zu bringen. Aber die Slowenen attackieren überhaupt nicht. Und knochenfrei ist Konstantinidis in der 89. Minute das 2:0 für die Griechen. Und das ist nun der sichere Sieg. Schön hineingelaufen, nicht abgeblockt, Laufweg nicht gesperrt, und da war es passiert. Man hatte in dieser Gruppe mit den Kroaten und den Dänen in erster Linie gerechnet. Die Griechen wurden nicht so stark eingestuft. Aber nun ist es so, dass die Kroaten weg sind vom Fenster. Sie können auch nicht mehr Zweiter werden. Und die Griechen halten in den letzten Minuten wirklich den Ball und kombinieren und schießen auch noch das 3:0 durch Machlas. Ist der zweitbeste Torschütze in der letzten griechischen Meisterschaft. Und damit sind die Griechen auch in der Tordifferenz fast mit den Dänen gleich. Das heißt, es gibt ein richtiges Endspiel um Platz 1 in dieser Gruppe.
festzuhalten ist, dass die Slowenen sicherlich auch konditionell das Spiel nicht ganz durchgehalten haben. Die Griechen waren in der Schlussphase klar stärker.